Herzlich willkommen im Handelsleuten. Wirecard ist noch lange nicht tot. Wirecard war ein aufstrebendes Technologieunternehmen im Bereich des Zahlungsverkehrs. Ein Bilanzbetrug führte zum Aktiencrash und an den Rand des finanziellen Ruins. Viele Anleger fürchteten um ein Fortbestehen dieses Unternehmens. Jedoch scheint Wirecard noch lange nicht tot zu sein. Wirecard ist ein großes Unternehmen, international agierend und gilt als aufstrebendes Technologieunternehmen im Bereich des Zahlungsverkehrs. Ein Bilanzskandal führte zum Aktiencrash. Dadurch zog Wirecard große Aufmerksamkeit auf sich, welche sich künftig aber wieder als Vorteil herausstellen könnte. Wirecard scheint eine hohe Expertise in einem revolutionären Markt zu besitzen. Bei möglicher Zahlungsknappheit werden Staaten oder Banken einspringen. Rettungspläne sind wahrscheinlicher als eine Pleite und die damit verbundene Massenentlassung. Kein Staat möchte für diese Arbeitslosen aufkommen. Laut einiger Berichte ist auch Santander an einer Übernahme von Wirecard interessiert. Der Buchwert liegt bei 19,77 € und der Aktienkurs bei 34,01 €. Das entspricht 2% des eigentlichen Wertes. Ein Aktienkurs unter Buchwert wird langfristig wieder in Richtung seines Buchwertes steigen. Unternehmensanteile sollten zu so viel gekauft werden, wie sie in der Buchführung auch wert sind. Ich legte Berechnungen zur Renditeerwartung bei. Und zum Abschluss ein kurzer Vers zu Wirecard. Wirecard versteht etwas von Geld. Die Zielstellung war die Veränderung der Welt. Das Management dachte jedoch an den eigenen Profit. Schmutzige Geschäfte verbanden sie damit. Zurück bleibt nun ein Scherbenhaufen. Niemand weiß, wie wird es weiterlaufen. Aus Trümmern kann aber etwas Tolles entstehen. Wer die Beteiligung wagt, könnte dabei nicht leer ausgehen. Achtung, dies war zum Investmentgeschehen. Für getroffene Äußerungen jeder Art kann keine rechtliche Verantwortung übernommen werden. Insbesondere sind mögliche Annahmen und Voraussichten nicht als Kauf- oder Verkaufsempfehlungen zu verstehen.